Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit unserer Serie über Bünde und Gesetz fortfahren. Wir hatten ja in der letzten Predigt bereits einiges festgestellt. Wir hatten zum Beispiel uns mit der irrtümlichen Auffassung beschäftigt, dass der alte Bund oder der Bund im Alten Testament, wie immer man das sehen will, mit dem Gesetz Gottes identisch gewesen sei. Und als Jesus Christus kam, um den alten Bund, wie es so heißt, abzuschaffen und durch einen neuen Bund zu ersetzen, da seien dadurch auch alle Gesetze des Alten Testamentes abgeschafft worden. Und wir hatten gesehen, dass dies eine irrtümliche Auffassung ist, weil nämlich ein Bund mit einem Gesetz keineswegs identisch ist. Wir hatten auch uns mit den Bünden befasst, die Gott mit Abraham geschlossen hat, mit Isaak, mit Jakob, mit Noah. Und wir hatten gesehen, dass Gott diese Bündnisse abschloss, weil diese Menschen gerecht gelebt hatten, weil sie die Gebote Gottes gehalten hatten. Mit anderen Worten, die Bündnisse brachten die Gesetze Gottes nicht in Entstehung, die bestanden bereits und Gott hat einen Bund mit diesen Menschen abgeschlossen, weil sie seine Gesetze hielten. Nun, heute möchte ich mit Ihnen den sogenannten Alten Bund einmal näher besprechen. Der berühmte sogenannte Alte Bund, der ja am Berge Sinai geschlossen wurde, unter Mose. Und wir wollen uns einmal näher anschauen, was da geschah und was damit gemeint ist, weil es auch eine sehr große Bedeutung hat für den neuen Bund, auf den wir noch eingehen werden, allerdings nicht heute in der heutigen Predigt, es sei denn mit ein paar Bezugspunkten. Denn auch hier besteht große Verwirrung. Die meisten Menschen wissen eigentlich nicht, was mit dem alten Bund gemeint ist und was mit dem neuen Bund gemeint ist. Und da sie eben so verwirrt sind im Hinblick auf diese beiden Bündnisse, oder wie wir noch sehen werden, auf mehrere dieser Bündnisse, da besteht eben auch eine große Verwirrung im Hinblick auf das Gesetz Gottes. Was ist damit gemeint? Wieso besteht das noch oder besteht es noch? Und die meisten meinen ja, es bestünde heute nicht mehr, jedenfalls nicht so, wie es ursprünglich gegeben worden war. Nun schauen wir uns einmal jetzt im zweiten Buch Mose, Kapitel 19 an. Was geschah, als Israel am Berge Sinai war? Zweiten Buch Mose, Kapitel 19, angefangen in Vers 1. Und da heißt es hier: Am ersten Tage des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, da kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Vers 3. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, wie ich mit den Ägyptern getan habe, oder was ich mit den Ägyptern getan habe, und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Nebenbei bemerkt, die sind nicht irgendwie durch die Luft geflogen. Es bezieht sich hier lediglich auf eine Aussage Gottes, dass er sie beschützt hat. Und er hat sie jetzt zum Berge Sinai gebracht. Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Vers 7. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Vers 8. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Was hier geschieht, ist die Vorbereitung des Bundesschlusses. Rechtlich gesehen könnte man hier von Angebot und Annahme sprechen. Gott gab den Israeliten ein Angebot und die Israeliten nahmen dieses Angebot an. Doch wie so oft bei Rechtsgeschäften bedurfte es hier einer offiziellen Beglaubigung. Heute verlangt man häufig eine notarielle Erklärung und wenn es sich um einen Grundstückskaufvertrag handelt, dann muss der im Grundbuch eingetragen werden. Und hier war auch etwas notwendig, was über das Angebot und die Annahme hinausging. Schauen wir uns dies in Kapitel 24 an. 2. Mose, Kapitel 24, die Verse 7 und 8. 2. Mose, Kapitel 24, die Verse 7 und 8. Und er nahm das Buch des Bundes
und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Das Blut besiegelte den Bundesschluss. Wie wir noch sehen werden, hat auch das Blut etwas zu tun mit dem neuen Bund. Aber hier war es das Blut von Tieren, das den Bundesschluss besiegelte. Falls die Israeliten Gottes Gesetzen, die Grundlage des Bundes waren, gehorchen würden, dann sollten sie Gottes eigenes heiliges Volk sein und ein Königreich von Priestern. Doch als Mose nun weitere Instruktionen bezüglich der Stiftshütte und der Opfer auf dem Berge Sinai von Gott erhielt, da versündigten sich die Israeliten. Sie kennen ja die Geschichte, sie bauten sich ein goldenes Kalb, die sagten sich: Ja, der Mose, der ist schon so lange weg, der kommt nicht mehr zurück, bauen wir uns jetzt ein goldenes Kalb, das also Gott repräsentieren sollte. Mose war darüber sehr erzürnt, als er zurückkam. Und er zerbrach die Tafeln des Bundes, auf denen die 10 Gebote geschrieben waren, in seinem Zorn. Das hätte er nicht tun sollen, aber er war sehr erbost darüber, dass die Israeliten sich kurz nach dem Bundesschluss, den sie bereits eben abgeschlossen hatten, auf diese Weise versündigten. Nun schauen wir uns an, was nun geschah in 2. Mose Kapitel 34. 2. Mose Kapitel 34, zunächst einmal in Vers 1. 2. Mose 34, und Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Also Gott macht das ziemlich deutlich hier, das war nicht etwas, was Mose hätte tun sollen, jetzt musste er selbst diese Tafeln zunächst einmal zuhauen und dann hat dann Gott wiederum die 10 Gebote darauf geschrieben. Und nun schauen wir uns an, wie es weitergeht in Vers 10. Und der Herr sprach: Ich will einen Bund schließen. Zukunft. Ich will einen Bund schließen. Nicht ich habe einen Bund geschlossen, sondern ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volke will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Vers 11. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Vers 12. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Vers 13, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen, ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Hüte dich, Vers 15, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihren Opfern essest, und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zur Frau nehmest, und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Das ist eine sehr wichtige Stelle, weil sie uns nämlich zeigt, was von einem Bund zu halten ist, was man unter einem Bund verstehen muss. Zunächst einmal sagt Gott hier: Ich will einen Bund schließen oder ich werde einen Bund schließen, auf eine Zukunft hindeutend. Dies ist also bereits nun ein zweiter Bund, den Gott mit Israel unter Mose schließen will. Nachdem der erste Bund geschlossen worden war, mit Blut versiegelt worden war, und die Israeliten sind dann gleich hingegangen und haben die Gesetze gebrochen. Gott will also hier einen zweiten Bund schließen. So, dann lesen wir, was Gott unter einem Bund versteht. Es ist ein Vertrag, ein gegenseitiges Übereinkommen, könnte man sagen, ein Abkommen zwischen Vertragsparteien. Gott sagt: Ihr schließt einen Vertrag mit mir, da hütet euch, einen Vertrag mit den Bewohnern des Landes zu schließen. Der Vertrag mit Gott sollte besagen, dass die Israeliten Gott anbeten würden. Die Verträge mit den Völkern würden besagen, dass sie eben nicht Gott anbeten würden, sondern die Götter des Landes.
Also der Gegenstand des Bundes mit Gott war die Anbetung Gottes. Der Gegenstand eines Bundes mit den Völkern wäre Götzendienst gewesen. Nun, heute meinen einige, man kann das miteinander so vermischen. Und viele beten heute Gott an, auch im Christentum, aber gleichzeitig auch auf eine Weise, die die Bibel ganz eindeutig verbietet. Denn Gott sagt, wir wollen ja nicht Gott so anbeten, wie es die Heiden getan haben. Und viele heute tun sie's, allerdings vielleicht ohne es zu wissen. Nun schauen wir uns 2. Mose Kapitel 34 an, die Verse 27 und 28. 2. Mose 34, die Verse 27 und 28. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Vers 28. Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte oder die 10 Gebote. Nun, viele Übersetzungen, wie zum Beispiel die Zürcher Bibel, die Padloch-Bibel und auch die Elberfelder Bibel, übersetzen hier akkurater: aufgrund dieser Worte schließe ich mit dir und Israel einen Bund. Nicht habe ich geschlossen. Es ist ein Bund, der noch geschlossen werden würde, wenn Mose zurückkommen würde mit den Tafeln, die er jetzt wiederum von Gott erhalten hat. Oder vielmehr hatte die Tafeln selbst zugehauen, aber Gott hat dann die Worte, die 10 Gebote auf diese Tafeln dann geschrieben. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Etwas, was die meisten Theologen scheinbar heute überhaupt gar nicht erkennen wollen oder können. Aufgrund dieser Worte, aufgrund der 10 Gebote, werde ich mit euch einen Bund schließen. Aufgrund der 10 Gebote. Das bedeutet, dass der Bund und die 10 Gebote natürlich nicht identisch sind, sein können. Sondern aufgrund der 10 Gebote, der 10 Worte, will Gott einen Bund, einen Vertrag schließen mit den Israeliten. Einige sagen ja, wie ich bereits das angedeutet habe oder auch in der letzten Sendung behandelt habe, dass der alte Bund mit den 10 Worten oder den 10 Geboten identisch sei. Das ist verkehrt, das ist falsch, irrtümlich, irrsinnig, unsinnig. Es heißt, aufgrund der 10 Worte werde ich mit euch diesen Bund schließen. Die 10 Gebote existierten bereits. Der Bund wurde geschlossen, weil sie existierten. Die 10 Gebote waren die Grundlage, das Kernstück des Bundes. Wie ich sagte, die 10 Gebote werden auch vielfach in der Bibel die 10 Worte genannt. Oder aber auch die Worte des Bundes, weil sie eben Kernstück, Hauptgegenstand, Basis des Bundes waren. Es ist so, wie wenn man heute einen Grundstückskaufvertrag abschließt. Und die Urkunde, die mag vielleicht sagen, und ich zitiere, dieser Kauf erfolgt aufgrund der schuldrechtlichen und dinglichen Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches. Nun, kein Rechtsstudent, der auch nur ein Semester Jura studiert hat, und kein logisch denkender Bürger von theologischen Verwirrungen unangetastet, würde jetzt Folgendes sagen. Aha, wenn dieser Grundstückskaufvertrag nicht zustande kommt, wenn die Urkunde zerrissen wird, dann sind damit alle die schuldrechtlichen und dinglichen Rechtsvorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches abgeschafft, die Grundlage des Kaufvertrages waren. Das würde niemand, der klaren Geistes ist, behaupten. Genau das ist das, was viele Theologen heute aber behaupten. Die sagen, Christus kam, um den alten Bund abzuschaffen, und damit hat er automatisch alle Gesetze des Alten Testamentes abgeschafft. Das ist schlichtweg lächerlich. Wir sahen, der Bund wurde aufgrund der 10 Gebote geschlossen. Ist der Grundstückskaufvertrag mit den schuldrechtlichen und dinglichen Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches identischer? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich möchte bei diesem Thema noch etwas verweilen, weil es ausgesprochen wichtig ist, dies zu verstehen. Denn wenn man dies nicht versteht, dann kann man in der Tat so verwirrt werden, wie es viele geworden sind und heute sind, die meinen, Christus habe alle Gesetze abgeschafft, aufgrund der Tatsache, dass der alte Bund abgeschafft worden sei. Schauen wir uns einmal 5. Mose Kapitel 4 an. 5. Mose Kapitel 4 und in
in Vers 13. Und ich hoffe, Sie sehen, meine Damen und Herren, was das für Konsequenzen für Ihr Leben hat. Wenn nämlich die Gesetze Gottes nach wie vor bestehen, dann sind Sie verpflichtet, sie zu halten. Wenn alle 10 Gebote nach wie vor bestehen, dann sind Sie verpflichtet, alle 10 Gebote zu halten, inklusive das Gebot, den Sabbat, nicht den Sonntag, den Sabbat zu halten. Nicht zu stehlen, nicht Ehebruch zu betreiben und so weiter und so fort. Und natürlich sind die 10 Gebote nicht alles das, was im Alten Testament an Gesetzen steht, die heute noch zu halten sind. Es gibt nämlich auch Rechtsvorschriften, Satzungen, die nach wie vor gültig sind, weil sie nämlich die 10 Gebote und den Sinngehalt der 10 Gebote näher erläutern und beschreiben. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 13. Und er verkündigte euch seinen Bund, sagt Mose jetzt hier zu der neuen Generation, die dabei war, ins gelobte Land zu gehen, den er euch gebot zu halten, nämlich, heißt es hier, aber das Wort nämlich steht nicht im Urtext, das hat der Luther ergänzt. Es sollte richtig heißen, er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Nun, jetzt sagen einige, aha, da steht es aber doch. Also die 10 Gebote sind mit dem Bund identisch. Keineswegs. Die 10 Gebote waren das Kernstück des Bundes, aufgrund derer der Bund geschlossen wurde. Dann lesen wir den nächsten Vers, Vers 14. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Also die Gebote und Rechte waren etwas, was über die 10 Gebote hinausging. Nun, wollten wir der Argumentation einiger verwirrter Theologen folgen, die uns sagen, dass der alte Bund mit den Gesetzen Gottes identisch war, oder mit den 10 Geboten, sagen wir einmal, und abgeschafft worden sind, als der alte Bund abgeschafft wurde, was ist dann mit den Geboten? Was ist dann mit den Rechten, die hier erwähnt werden, die nicht Teil des Bundes waren? Die waren ja nicht auf den 10 Tafeln niedergeschrieben. Keiner behauptet heute, dass man zwar die 10 Gebote nicht mehr zu halten braucht, aber die Satzungen und Rechte, die ja auch im Alten Testament geschrieben stehen, halten müsste. Wie zum Beispiel jährliche Feiertage. Von den 10 Geboten wird ja technisch gesehen nur von dem wöchentlichen Sabbat gesprochen. Aber wir hatten bereits in den Predigten gesehen, dass Gott auch von uns verlangt, jährliche Sabbate zu halten, jährliche heilige Festtage. Nun, die haben hier ein Eigentor geschossen, die Theologen, die uns sagen, die 10 Gebote seien abgeschafft, weil der alte Bund abgeschafft ist. Aber nach Vers 14 müssten sie nach wie vor dann die Rechte und Satzungen halten. Und das wollen sie natürlich auch nicht. Aber das Problem ist natürlich, dass der Bund mit dem Gesetz keineswegs identisch ist, sondern die 10 Gebote waren die Grundlage. Die Grundlage des Bundes, aufgrund derer der Bund geschlossen wurde. Nun, hin und wieder wird auch von den Tafeln des Bundes gesprochen. Und Sie können das nachher sich in 1. Könige Kapitel 8 durchlesen, die Verse 20 und 21. Wir wissen ja, dass die 10 Gebote auf die Tafeln geschrieben wurden. Zunächst einmal die Tafeln, die Mose zerbrach, und dann wurden da die 10 Gebote auf die neuen Tafeln dann geschrieben. Schauen Sie, die Tafeln waren lediglich die Urkunde, wenn man das so im heutigen Rechtsverkehr sagen würde, die Urkunde. Aber ist die Urkunde das Gesetz? Natürlich nicht. Schauen Sie, wenn eine Urkunde zerbricht oder zerrissen wird, dann ist damals ja das Gesetz nicht hinfällig geworden. Als Mose die Tafeln zerbrach, waren damit die 10 Gebote abgeschafft? Natürlich nicht. Es ging lediglich um die Urkunde, die vernichtet wurde, sodass eine neue Urkunde hergestellt werden musste, die aufgrund des Gesetzes dann erstellt wurde. Und die Bibel bestätigt diese Tatsache in vielen Stellen. Schauen wir uns zunächst einmal Psalm 25 an. Psalm 25 und Vers 10. Sie wissen ja, dass ich Recht studiert habe, dass ich also auch als Anwalt tätig war und bin. Und für mich, wenn ich solche Dinge höre, die da so von verwirrten Theologen hervorgebracht werden, die sind unfassbar. Unglaublich. Und gleichwohl ist die überwiegende Mehrheit im Christentum heute von diesen verwirrenden Ideen
überzeugt, oder vielleicht sind sie nicht überzeugt, vielleicht haben sie nur angenommen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich dafür ein Unsinn verzapft wird. Im Psalm 25 und Vers 10. Da heißt es, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Das heißt nicht nur seinen Bund. Der Bund ist ja aufgrund der Gebote geschlossen worden. Natürlich, wenn jetzt der Bund geschlossen worden ist, muss man den Bund halten. Aber unabhängig davon muss man auch natürlich die Gebote halten, selbst wenn es den Bund nicht gäbe. Müsste nach wie vor das Gesetz Gottes gehalten werden. Klar und deutlich sind hier beide Konzepte nicht identisch. Im zweiten Buch Könige, Kapitel 17. Schauen wir uns zweiten Buch Könige, Kapitel 17 an. Und Vers 15. Zweiten Buch Könige, Kapitel 17 und Vers 15. Da heißt es, dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund. Die verachteten also beides. Die verachteten den Bund, den sie mit Gott geschlossen hatten, und unabhängig davon, sie verachteten die Gebote, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie verachteten seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. Sie taten wie die Heiden um sie her, von denen der Herr ihnen geboten hatte, sie sollten nicht wie diese tun. Und er hatte ihnen geboten, schließt mit denen keinen Vertrag, kein Abkommen. Aber das haben sie genau getan. Und dadurch haben sie natürlich den Bund, den sie mit Gott geschlossen hatten, dann übertreten. Kapitel 18, 2. Könige 18, die Verse 11 und 12. Hier wird von einem Krieg gesprochen. Einem Krieg des alten Assyrien. Die Assyrer haben dann gegen Israel, das alte Haus Israel, gekämpft und sie besiegt und in die Sklaverei geführt, weil sie Gottes Gebote übertreten und den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, dann auch verletzt haben. Schauen wir uns dies an. 2. Könige 18, Vers 11. Und der König von Assyrien führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder, weil sie nicht gehorcht hatten der Stimme des Herrn ihres Gottes und seinen Bund übertreten hatten und alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie hatten nicht gehorcht und nicht danach getan. Der Bund wurde übertreten, die Gebote wurden übertreten. Meine Damen und Herren, die Bibel zeigt uns, dass es auch in der Zukunft, in der nahen Zukunft, zu etwas Ähnlichem kommen wird. Das moderne Assyrer, das moderne Haus Israel ebenfalls in einem Krieg vernichten und in Sklaverei führen werden. Weil das moderne Haus Israel, und ich spreche nicht von dem Staat Israel, ich spreche nicht von den Juden hier, weil das moderne Haus Israel ebenfalls die Gebote Gottes übertritt und den Bund, der damals im alten Israel mit dem alten Israel geschlossen worden war, der aber nach wie vor gültig ist, weiterhin übertritt und verletzt. Sie müssen natürlich wissen, wer heute die modernen Assyrer sind und wer heute das moderne Haus Israel ist. Schauen wir uns nun Hosea Kapitel 8 an. Hosea Kapitel 8 und in Vers 1. Hosea Kapitel 8 und Vers 1. Stoße laut in die Posaune. Dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Die Posaune beschreibt hier Kriege. Kriegsgeschrei. Stoße laut in die Posaune. Es kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler. Welches Land hat immer schon den Adler als ein Wappentier angesehen? Es kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen meine Gebote auflehnen. Und schauen wir jetzt letztlich auch eine Stelle im Neuen Testament an, im Buch Römer. Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9. Es ging hier um das moderne Haus Israel. Römer Kapitel 9, die Verse 3 und 4. Hier sagt Paulus etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagt, ich selber wünschte verflucht
und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Er spricht hier nicht von Christen, er spricht hier von den Israeliten. Und er sagt hier auch in Vers 4, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Wir hatten ja gesehen, dass die Verheißungen zunächst einmal an Abraham gingen, an Israel oder Isaak und dann an Jakob oder Israel. Und da wurde ein Bund geschlossen mit dem alten Israel. Und so sagt Paulus hier, das war den alten Israeliten zuteil geworden. Aber interessant ist, dass er hier sagt, ihnen gehört der Bund und das Gesetz. Nun, viele schreiben hier richtig, dass es Bünde heißen sollte. Zum Beispiel übersetzt die Padlochbibel wie folgt. Sie sind Israeliten, ihrer ist die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, und die Verheißungen. Sie haben die Väter und aus ihnen stammt im Fleische nach Christus, der über allem steht als Gott. Nun, die Elberfelder Bibel, die Menge Bibel, die Zürcher Bibel, alle übersetzen hier Bündnisse. Es geht nicht nur um einen Bund. Wir hatten ja bereits gesehen, im Alten Testament gibt es viele Bünde. Und dann wird natürlich auch dann das Gesetz erwähnt. Das wurde den Israeliten offenbart. Sie haben sowohl die Bünde, die sie mit Gott geschlossen haben, als auch seine Gesetze übertreten. Wiederum wird hier deutlich der Unterschied aufgezeigt zwischen Bünden und dem Gesetz. Und Gott hat mehrere Bündnisse oder Bünde mit Israel geschlossen, mit dem alten Israel. Und hier als Einleitung für das, was noch kommen wird in künftigen Predigten, es heißt auch deutlich, dass Gott den neuen Bund mit Israel schließen wird. Mit Israel. Die meisten meinen, ja, der neue Bund, der ist mit den Heiden geschlossen, der alte Bund ist mit Israel geschlossen. Nein! Der neue Bund wird auch mit Israel geschlossen. Und als wahre Christen können wir heute bereits schon unter den Bedingungen des neuen Bundes leben. Der ist noch nicht geschlossen in dem Sinne, wie das die meisten heute meinen. Der wird erst noch geschlossen werden. Auch wie ich sagte, da besteht total viele Verwirrung bei den meisten, die keine Ahnung haben eigentlich, was mit dem neuen Bund gemeint ist. Oder mit dem alten Bund oder den alten Bündnissen, um es deutlicher zu sagen. Schauen wir uns nun an, was Gott sagt, was geschehen würde, wenn seine Bündnisse übertreten würden. Und nehmen wir den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, unter Mose. Schauen wir uns dies in 3. Buch Mose, Kapitel 26 an. Nun, wenn Sie ein Christ sind, wenn Sie getauft sind, wenn Sie das Angebot, das Christus Ihnen gegeben hat, den neuen Bund anzunehmen, wenn Sie das angenommen haben, aber dieser neue Bund ist noch nicht ratifiziert worden, das wird erst noch kommen. Aber Sie können bereits dann schon unter den Vorschriften, den Bedingungen des neuen Bundes leben. Was geschieht, wenn Sie den neuen Bund brechen? Nun, hier wird etwas gesagt, was den Israeliten zuteil werden würde, wenn sie den alten Bund brechen würden. In 3. Mose Kapitel 26. 3. Mose Kapitel 26, die Verse 44 und 45. 3. Mose 26, die Verse 44 und 45. Aber wenn sie auch in der Feinde Land sind, also wenn sie jetzt in die Sklaverei geführt werden, Gott wusste, dass dies geschehen würde, er wusste, dass sie den Bund brechen würden. Und wenn sie nun in der Feinde Land sind, so verwerfe ich sie dennoch nicht. Und es ekelt mich nicht vor ihnen, sodass es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit ihnen nicht mehr gelten sollte. Denn ich bin der Herr, ihr Gott. Und ich will ihnen zugut an meinen Bund mit den Vorfahren gedenken, die ich aus Ägyptenland führte, vor den Augen der Völker, auf das ich ja Gott wäre, ich der Herr. Schauen Sie, Gott sagt uns hier, dass selbst in den Tagen der Endzeit, denn er spricht hier von einer künftigen Versklavung des modernen Hauses Israel, wie er bereits auch schon von der Versklavung des alten Hauses Israel hier gesprochen hat, Gott will uns hier sagen, dass selbst wenn dies geschehen wird, er sein Volk, das Volk Israel, das Haus Israel,
nicht verwerfen wird, weil er eben an den Bund denken würde, den er mit dem alten Israel geschlossen hat. Also selbst in den Tagen der Endzeit würde Gott an den Bund denken. Aber schauen wir uns nun an, was in Kapitel 26, die Verse 3 bis 9 geschrieben steht. 3. Mose 26, die Verse 3 bis 9. Da sagt er, werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlafet und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Ihr sollt eure Feinde jagen und sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen. 5 von euch sollen 100 jagen und 100 von euch sollen 10.000 jagen, denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Vers 9. Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Nun, das war ein Bund, der sich auf das physische Wohlergehen der Israeliten bezog. Wenn sie Gottes Gebote halten würden, würden sie Regen zur rechten Zeit haben, reiche Ernten, Frieden im Lande, Sieg in Kriegen und Bevölkerungswachstum. Schauen Sie, das Modernhaus Israel, das sich heute hauptsächlich in Großbritannien befindet und in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen englischsprachigen Ländern, die hatten für eine gewisse Zeit lang Erfolg. Erfolg in Kriegen, die hatten Wohlstand. Gerade auch in Amerika war es so, dass bis auf Pearl Harbor, zumindest bis zur heutigen Zeit hin, kein Feind den Fuß setzte auf das Land der Vereinigten Staaten. Alles das ändert sich. Heute gibt es diesen Wohlstand nicht mehr. Wer spricht bereits davon, dass der amerikanische Traum bereits ausgeträumt sei? Warum? Warum? Weil wir in den Vereinigten Staaten schon seit langem die Gesetze Gottes nicht mehr halten. Nun, rechtlich und richtig verstanden, haben wir sie eigentlich nie richtig so gehalten. Aber es ist so, dass Gott Abraham ein Versprechen gab. Und er hat gesagt, er wird zunächst einmal sein Versprechen an den modernen Nachfahren des Hauses Israel erfüllen. Aber wenn die dann sich gegen Gott wenden, dann wird er seine Segnungen von denen wieder abziehen. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Schauen wir uns 3. Mose 26 an, die Verse 14 und 15. 3. Mose 26, die Verse 14 und 15. Da heißt es, werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun. Und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen. Hier wird deutlich wiederum ein Unterschied gemacht zwischen all den Satzungen, den Rechten, den Geboten und dem Bund. Und er sagt, werdet ihr alles dies brechen. Natürlich, wenn man sich das wiederum vergegenwärtigt, dass der Bund aufgrund der 10 Gebote geschlossen wurde, dann bricht man natürlich den Bund automatisch, wenn man die Gesetze bricht. Aber gleichwohl sind beide nicht identisch. Aber schauen wir uns an, was Gott sagt, was geschehen würde, wenn die Israeliten im Alten Testament, sowohl als auch die heutigen Nachfahren des Hauses Israel, seine Gebote brechen, seinen Bund übertreten würden. Lesen wir Vers 16 in 3. Buch Mose Kapitel 26. Wenn ihr also alles dieses tun werdet, so will ich auch dieses euch tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen säen und eure Feinde sollen ihn essen. Und ich will mein Antlitz gegen euch richten und ihr sollt geschlagen werden von euren Feinden, die euch hassen. Die sollen über euch herrschen und ihr sollt fliehen, ohne dass euch jemand jagt. Und wenn ihr mir dann aber auch noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, 7-fältig, um eurer Sünden willen, dass ich euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche. Und ich will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen. Und eure Mühe und Arbeit soll verloren sein.
und euer Land sollen Gewächs nicht mehr geben und die Bäume im Lande ihre Früchte nicht mehr bringen. Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig, um eurer Sünde willen. Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euch vermindern und eure Straßen sollen verlassen sein. Und werdet ihr auch damit noch nicht von mir euch zurechtbringen lassen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch zuwiderhandeln und will euch siebenfältig mehr schlagen, um eurer Sünden willen, Vers 25, und will ein Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und wenn ihr euch auch in eure Städte flüchtet, will ich doch die Pest unter euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde geben. Lesen wir weiter in Vers 26. Dann will ich euch den Vorrat an Brot verderben. 10 Frauen sollen euer Brot in einem Ofen backen und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen. Und wenn ihr esst, dann sollt ihr nicht satt werden. Und wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht und mir zuwiderhandeln wollt, so will auch ich euch im Grimm zuwiderhandeln. Jedes Mal, wenn Sie das lesen, verstehen Sie, das ist der Tag des Herrn, der Tag des Zornes Gottes, der noch kommen wird über diese Erde. Er will mit Grimm zuwiderhandeln und will euch siebenfältig mehr strafen um eurer Sünden willen. Dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Sie bezieht sich auf die modernen Nachfahren des Hauses Israel, die sich gegen Gott wenden, die alles dies erleben werden. Wie ich bereits schon deutlich mehrere Male gesagt habe, wir sehen den Untergang der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien heute. Der ist unabänderlich, unausweichlich, weil die Völker, die hätten es besser wissen sollen, Gottes Gesetze nicht halten wollen. Wir lasen von dem Racheschwert. Das ist eine interessante Aussage von dem Racheschwert des Bundes. Schauen Sie, jeder Vertrag hat eine Vertragsstrafe, wenn man ihn übertritt. In diesem Falle war die Vertragsstrafe das Racheschwert. Das hat Gott deutlich gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr meinen Bund übertretet, dann wird euch alles dieses begegnen. Gott würde sein Volk nicht mehr weiterhin physisch segnen, sondern er würde Flüche über das Volk hereinbrechen lassen. Flüche, das Racheschwert des Bundes. Wir sehen auch einen Zusammenhang zwischen dem Bund, den Gott mit Abraham schloss, und den Bünden, die er mit den Nachfahren Abrahams schloss, die sich auf das gelobte Land beziehen. Schauen wir uns dies zunächst einmal in Jeremia Kapitel 11 an. Jeremia Kapitel 11. Und die Verse 2 bis 5. Jeremia Kapitel 11, die Verse 2 bis 5. Da sagt Gott hier, höret die Worte dieses Bundes, dass ihr sie den Leuten in Juda und den Bürgern von Jerusalem sagt. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, verflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes, die ich euren Vätern gebot an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, aus dem glühenden Ofen, und sprach, gehorcht meiner Stimme und tut, wie ich euch geboten habe, so sollt ihr mein Volk sein, und ich will euer Gott sein, damit ich den Eid halten kann, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein Land zu geben, darin Milch und Honig fließt, so wie es heute ist. Und ich antwortete und sprach, Herr, ja, so sei es. Und nun 5. Mose 9, und Vers 5, 5. Mose Kapitel 9, und Vers 5. Denn du kommst nicht hinein. Es geht hier um das gelobte Land. Ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat, wir lesen ja von dem Eid, das er geschworen hat, deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob. Schauen Sie, Gott hatte Abraham, Isaak und Jakob gesagt, deine Nachfahren, die werden das gelobte Land besitzen. Der hatte einen Bund geschlossen mit Abraham, Isaak und Jakob und ein Versprechen des Bundes bestand darin, sie ins gelobte Land zu führen. Also der alte Bund, den Gott dann nachher mit den Israeliten schloss unter Mose, geht zurück auf den Bund,
den Gott bereits schon mit Abraham, Isaak und Jakob schloss, soweit es sich um die physischen Verwirklichungen dieses Versprechens gehandelt hat. Wie ich sagte, dieser alte Bund, der mit Israel geschlossen wurde, der bezog sich lediglich auf physische Segnungen. Nicht auf geistige oder geistliche Segnungen, lediglich auf physische Segnungen. Nun, geistliche Segnungen waren ein Teil des Bundes mit Abraham, wie wir gesehen hatten, aber nicht ein Teil des Bundes, den Gott mit dem alten Israel schloss. Was bedeutet, dass diese geistlichen Segnungen Teil sein werden und müssen eines anderen Bundes? Und das ist natürlich dann der neue Bund, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Lesen wir nun eine Stelle in Jeremia Kapitel 11. Jeremia Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Jeremia Kapitel 11 und die Verse 6 bis 8. Und der Herr sprach zu mir: Predige alle diese Worte in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems und sprich: Hört die Worte dieses Bundes und tut danach. Denn ich habe eure Väter ermahnt von dem Tage an, als ich sie aus Ägyptenland führte, bis auf den heutigen Tag, und ich ermahnte sie immer wieder und sprach: Gehorcht meiner Stimme. Aber sie gehorchten nicht, kehrten auch ihre Ohren mir nicht zu, sondern ein jeder wandelte nach seinem bösen und verstockten Herzen. Darum habe ich auch über sie kommen lassen alle Worte dieses Bundes, den ich geboten hatte zu halten und den sie doch nicht gehalten haben. Hier geht es wiederum um das Racheschwert sozusagen, um die Worte des Bundes, die besagten: Wenn ihr diesen Bund nicht haltet, dann werden euch Flüche treffen. Aber wie gesagt, auch hier wiederum deutlich: Der Bund beruhte auf den Gesetzen Gottes, auf den 10 Geboten. Aber wenn man die Gesetze brechen würde, und damit natürlich dann auch den Bund, dann würde das zu einer Strafe führen, zu dem Racheschwert des Bundes, das dann ausgegossen würde sozusagen über die Menschen, die den Bund brachen. Lesen wir weiter hier, angefangen jetzt in Vers 9, in Jeremia 11. Und der Herr sprach zu mir: Ich weiß sehr wohl, wie sie in Juda und in Jerusalem sich verschworen haben. Sie kehren zurück zu den Sünden ihrer Väter, die vor ihnen waren, und die meinen Worten auch nicht gehorchen wollten, und anderen Göttern nachfolgten und ihnen dienten. So hat das Haus Israel und das Haus Juda, schauen Sie, hier wird eine Unterscheidung getroffen zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda. Das waren nicht nur eine Nation, denn es gab ja eine Reichsteilung unter dem Sohn von Salomo. Und dann ist das Haus Israel, sowohl als auch das Haus Juda, in die Geschichte eingegangen als zwei verschiedene Nationen. Das Haus Juda, das kennt heute jeder, das sind die Juden. Das ist der Staat Israel, das sind die Juden, die in der ganzen Welt leben. Das Haus Israel ist von dem Haus Juda verschieden. Das waren keine Juden, nie gewesen, sind auch heute keine, wie ich sagte. Das moderne Haus Israel befindet sich heute in den englischsprachigen Ländern wie Großbritannien, wie den Vereinigten Staaten von Amerika, wie anderen Ländern wie zum Beispiel Kanada, Australien, Südafrika und so weiter. Schauen Sie, so hat das Haus Israel und das Haus Juda meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Vers 11. Darum siehe, spricht der Herr, ich will Unheil über sie kommen lassen, dem sie nicht entgehen sollen. Und wenn sie zu mir schreien, dann will ich sie nicht hören. Dann werden die Städte Judas und die Bürger Jerusalems hingehen und zu den Göttern schreien, denen sie geopfert haben, aber sie werden ihnen nicht helfen in ihrer Not. Denn so viel Städte, so viel Götter hast du, Juda. Glauben Sie wirklich, dass heute der moderne Staat Israel ein Staat ist, der dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob folgt? Nicht, wenn man die Stellen hier liest. Denn so viele Städte, so viele Götter hast du, Juda, und so viele Gassen es in Jerusalem gibt, so viele Schandaltäre habt ihr aufgerichtet, um dem Baal zu opfern, dem alten Sonnengott. Lesen wir weiter. In Vers 14. Du aber bitte nicht für dies Volk und bringe für sie kein Flehen noch Gebet vor mich, denn ich will sie nicht hören, wenn sie zu mir schreien in ihrer Not. Was macht mein geliebtes Volk in meinem Hause? Sie treiben lauter Bosheit und meinen, Gelübde und heiliges Opferfleisch könnten die Schuld von ihnen nehmen, und wenn sie übel tun, sind sie guter Dinge darüber. Der Herr nannte dich einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum, aber nun hat er mit großem Brausen ein Feuer um ihn anzünden lassen,
sodass seine Äste verderben müssen. Denn der Herr Zebaoth, der dich gepflanzt hat, hat dir Unheil angedroht, um der Bosheit willen des Hauses Israel und des Hauses Juda, die sie getrieben haben, um mich zu erzürnen mit ihren Räucheropfern, die sie dem Baal darbrachten. Schauen Sie, es geht hier um die Strafe des Bundes. Die Strafe, die erfolgen würde, wenn man den Bund und wenn man die Gesetze Gottes übertreten würde. Ich will hier nicht unbedingt ins Detail gehen, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wissen Sie zum Beispiel, in welchem Lande im Nahen Osten die großartigste Verbreitung und Anerkennung der homosexuellen Kultur herrscht? Nun, Sie werden höchstwahrscheinlich die Antwort kennen. Wird der Sabbat gehalten in Israel? Keineswegs. Vielleicht von ein paar orthodoxen Juden, die ihn dann aber auch noch in der verkehrten Weise halten, die weit über das hinausgehen, was am Sabbat getan und nicht getan werden soll. Aber die meisten Menschen heute halten den Sabbat genauso wenig, wie die meisten Menschen im Christentum sogar den Sonntag halten, ein Tag, der sowieso nicht gehalten werden sollte. Aber auch da wird natürlich nicht er so gehalten, wie die katholische Kirche es gerne sehen würde. Und gleichwohl geht das alles zurück auf die Tatsache, dass sowohl die modernen Israeliten als auch die modernen Juden nicht willens sind, den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, zu halten und die Gesetze, die Gott uns für alle Zeit gegeben hat, zu erfüllen. Die Strafe, die über Israel damals hereinbrach und die erneut hereinbrechen wird, und ich spreche jetzt von dem Haus Israel und dem Haus Juda, die erfolgt eben deshalb, weil der Vertrag, den Gott mit ihnen damals schloss, nicht erfüllt wurde. Der wurde gebrochen. Und nun muss eben halt die Vertragsstrafe bezahlt werden. Und die muss auch fernerhin noch bezahlt werden. Weil, wie er sagte, nach wie vor diese Bündnisse gebrochen werden. Von den modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda. 5. Mose Kapitel 4. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 23. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 23. Da sagt Gott, so hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat. Kein Bildnis, um es anzubeten. Oder um zu meinen, dieses Bildnis repräsentiert Gott, wie damals die Israeliten das goldene Kalb gegossen hatten und meinten, das repräsentiere Gott. Gott sagt, so sollt ihr mich nicht anbeten. Christus sagt, wer den Vater anbeten will, der soll es im Geist und in der Wahrheit tun, denn Gott ist Geist. Das ist ein Aspekt der Übertretung des Bundes und der Übertretung der Gesetze Gottes. Vers 30. Wenn du geängstigt sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten. Und andere Übersetzungen haben hier in der Endzeit. Es geht also um die Endzeit, es geht um uns heute. So wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinen Gott. Ja, wenn Israel, das moderne Haus Juda in der Verbannung sein wird, in der Sklaverei sein wird, dann werden sie zur Besinnung kommen. Und Gott sagt, dann werden sie sich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen. Eine Prophezeiung für die Endzeit. Und Gott sagt, er wird den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Schauen Sie, Gott wusste ja ohnehin, dass das alte Israel, das alte Juda den Bund brechen würde. Und er weiß auch, dass natürlich heute das moderne Israel, das moderne Juda den Bund brechen wird. Und er sagte dies auch in 5. Mose Kapitel 31. 5. Mose Kapitel 31, die Verse 16 bis 21. 5. Mose 31 und angefangen in Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst schlafen bei deinen Vätern, also du wirst sterben, und die Bibel bezeichnet den Tod als einen Schlaf. Das werden sie immer wieder sehen. Nirgendwo wird gesagt, dass wenn ein Mensch stirbt, dann geht seine Seele irgendwie in den Himmel. Das ist Unfug. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Und wenn man stirbt, dann schläft man.
Und man muss aus diesem Schlaf auferweckt werden. Und das geschieht bei der Auferweckung und Auferstehung von den Toten. Schauen Sie, er sagt zu Mose, siehe, du wirst schlafen bei deinen Vätern. Und dies Volk wird sich erheben und nachlaufen den fremden Göttern des Landes, in das sie kommen, und wird mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihm geschlossen habe. Und da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit, und ich werde sie verlassen und mein Antlitz vor ihnen verbergen, sodass sie völlig verzehrt werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, dann werden sie sagen, hat mich nicht dies Übel alles getroffen, weil mein Gott nicht mit mir ist. Schauen Sie, sie werden dann erkennen. Auch das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Es geht hier um den Zorn Gottes. Und es heißt dann weiter hier in Vers 18, zunächst einmal, ich werde mein Antlitz verbergen oder verborgen halten zu der Zeit, um all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich zu anderen Göttern wandelten. Vers 19, und so schreibt euch nun dies Lied auf und lehrt es die Israeliten und legt es in ihre Munde, dass mir das Lied ein Zeuge sei unter den Israeliten, denn ich will sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, darin Milch und Honig fließt. Und wenn sie essen und satt und fett werden, so werden sie zu anderen Göttern wenden und ihnen dienen, mich aber lästern und meinen Bund brechen. Das ist damals geschehen, zu den Zeiten des Alten Testamentes, das ist erneut prophezeit, dass es geschehen wird für die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Vers 21, und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, so soll dies Lied vor ihnen als Zeuge reden, denn es soll nicht vergessen werden im Munde ihrer Nachkommen. Es geht also um die Zukunft. Denn ich weiß ihre Gedanken, mit denen sie schon jetzt umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, wie ich geschworen habe. Also Gott wusste, dass dies geschehen würde. Er weiß, dass das erneut geschehen wird und bereits dabei ist zu geschehen in unserer heutigen Zeit. Aber schauen wir uns an in Josua, Kapitel 23, was geschah. Josua, Kapitel 23 und Vers 10. Oder Vers 16. Josua, Kapitel 23 und in Vers 16. Da sagt er schlicht und ergreifend, wenn ihr übertretet, nicht falls, sondern wenn, er wusste, dass das geschehen würde, wenn ihr übertretet den Bund des Herrn eures Gottes, den euch geboten hat, und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet bald ausgerottet sein aus dem guten Lande, das er euch gegeben hat. Heute hat Gott den modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda das Land in Großbritannien gegeben. Das Land in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Gott sagt uns heute das Gleiche, was er damals den alten Israeliten sagte. Ihr werdet ausgerottet werden aus diesen Ländern, in denen ihr euch heute befindet. Im Buch Richter, Kapitel 2. Richter, Kapitel 2, die Verse 20 bis 23. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und gehorcht meiner Stimme nicht, so will auch ich hinfort das die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht. Und so ließ der Herr diese Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hatte, übrig, ohne sie sogleich zu vertreiben. Das gleiche gilt für uns heute. Im modernen Großbritannien, im modernen Amerika, da gibt es viele Völkerschaften, die keine Christen sind, die ganz andere Religionen haben. Und Gott sagt uns heute, werdet ihr denen nachlaufen? Werdet ihr deren Religionen annehmen? Oder werdet ihr mir treu bleiben? Nun, wir wissen die Antwort. Die Antwort ist, sie werden Gott eben nicht treu bleiben. Das ist leider der Fall. In Richter Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Richter Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen. Ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen, ewiglich. Ihr aber solltet keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich will sie nicht vor euch vertreiben,
damit sie euch zum Fangstrick werden und ihre Götter zur Falle. Und als der Engel des Herrn diese Worte zu ganz Israel geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und gleichwohl haben sie genau das getan, was ihnen prophezeit worden ist, dass sie tun würden. Aber es war niemals die Absicht Gottes, seinen Bund zu brechen. Aber trotz alledem brachen die Israeliten den Bund. Laufend. Und gleichwohl lesen wir in Psalm 106 eine interessante Stelle, wie Gott zu seinem Bund steht. Psalm 106, die Verse 34 bis 45. Psalm 106, die Verse 34 bis 45. Auch vertilgten sie die Völker nicht, wie ihnen der Herr doch geboten hatte, sondern sie ließen sich ein mit den Heiden und lernten ihre Werke und dienten ihren Göttern, die wurden ihnen dann zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans, sodass das Land mit Blutschuld befleckt war. Schauen Sie, in moderner Ausdrucksweise könnte man auch sagen, die Menschen heute, die haben ihre Kinder nicht in der Zucht des Herrn erzogen, die haben denen nicht beigebracht, den wahren Gott der Bibel anzubeten, sondern die haben sich selbst überlassen und die haben dann vielfach dann auch andere Religionen angenommen. Und wenn es hier um das unschuldige Blut geht, das vergossen wird, man könnte an Kriege denken, die geführt werden, wo junge Menschen in die Kriege gezogen werden oder sich freiwillig vielleicht melden, weil ihre Eltern nicht auf richtige Weise sie erzogen haben und die dann dort auf diesen Schlachtfeldern sinnlos massakriert werden. Oder man kann auch an die vielen Millionen von Abtreibungen denken, die heute geschehen, wo unschuldiges Blut vergossen wird an Kindern, an Söhnen und Töchtern. Und schauen Sie, wie es hier weitergeht. Vers 39, sie machten sich unrein mit ihren Werken und wurden abtrünnig durch ihr Tun. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über sein Volk und sein Erbe wurde ihm zum Abscheu. Und er gab sie in die Hand der Heiden, dass über sie herrschten, die ihnen Gram waren. Und ihre Feinde ängsteten sie und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Und er rettete sie oftmals, aber sie erzürnten ihn mit ihrem Vorhaben und schwanden dahin um ihre Missetat willen. Und da sah er ihre Not an, als er ihre Klage hörte, und da gedachte er an seinen Bund mit ihnen, und es reute ihn nach seiner großen Güte. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Damals, aber auch heute in der nahen Zukunft. Schreckliche Dinge stehen den modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda bevor. Die große Trübsal, von der man immer spricht, bezieht sich hauptsächlich auf die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda und allerdings auch auf wahre Christen, wie das noch näher behandelt werden wird. Aber Gott lässt sich da nicht spotten. Und Gott wendet sich auch dann gegen die, die sein Volk verfolgen. Er lässt die nicht ungestraft. Aber zunächst einmal geht es darum, dass er von seinem Volk, den modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda, den modernen Nachfahren von Abraham, Isaak und Jakob, mehr erwartete, als dass sie ihm dann entgegengebracht haben. Aber schauen Sie, Gott gedachte an seinen Bund, den er mit den Nachfahren geschlossen hatte, den er auch mit Abraham geschlossen hatte. Und er, als die Reue kam, hat sich dann barmherzig denen gegenüber gezeigt. Und das wird auch in der Zukunft geschehen. Aber zunächst einmal werden gräuliche Dinge geschehen müssen. Und ich habe alle diese Stellen heute vorgelesen, um zu zeigen, wie Gott zu jenem sogenannten alten Bund steht. Einige behaupten ja, der alte Bund war schlecht und ein Joch, das ersetzt werden musste. Doch der alte Bund war keineswegs schlecht. Der alte Bund war keineswegs fehlerhaft, soweit es um Gott ging. Wie wir noch sehen werden, es geht ja auch bei dem neuen Bund um etwas, was für den Menschen von Bedeutung ist. Aber der neue Bund wurde nicht deshalb errichtet oder wird errichtet werden, sagen wir einmal, weil der alte Bund schlecht gewesen sei. Es ging nicht um den alten Bund, es geht um den Menschen. Es wird etwas geschehen mit dem Menschen.
Schauen Sie, Gott ist derselbe. Gott ändert sich nicht. Aber der Mensch muss sich ändern, um in der Lage sein zu können, seinen Bund mit Gott zu halten. Aber das werden wir noch behandeln, wenn wir uns mit dem neuen Bund beschäftigen. Ich will noch etwas Interessantes lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 28. 5. Buch Mose, Kapitel 28 und Vers 69. 5. Buch Mose, Kapitel 28 und Vers 69. Da heißt es, dies sind die Worte des Bundes, den der Herr dem Mose geboten hat, mit Israel zu schließen im Lande Moab, neben dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte am Horeb. Also hier wird ganz deutlich von einem weiteren Bund gesprochen. Ein Bund, den Gott jetzt schloss mit den Nachfahren, den modernen oder vielmehr den Nachfahren der Israeliten, die den Bund dann mit Gott schlossen am Berge Sinai. Denn jetzt waren sie im Lande Moab und bereit, ins gelobte Land zu ziehen. Das war eine nächste Generation. Und dann heißt es hier in Kapitel 29, Vers 1, Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen in Ägypten, dem Pharao und allen seinen Großen, seinem ganzen Lande getan hat, die gewaltigen Proben seiner Macht, die deine Augen gesehen haben, die großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tage noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre. Augen, die da sehen, Ohren, die da hörten. Er hat euch 40 Jahre in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Ihr habt kein Brot gegessen und keinen Wein getrunken, kein starkes Getränk, auf das ihr erkennen solltet, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und als ihr kamt an diesen Ort, da zogen aus der König Sihon von Heschbon und der König Og von Baschan uns entgegen, um mit uns zu kämpfen, und wir haben sie geschlagen und ihr Land eingenommen und zum Erbteil gegeben den Rubeniten und Gaditern und dem halben Stamm Manasse. So haltet nun die Worte dieses Bundes und tut danach, auf dass ihr glücklich ausrichten könnt all euer Tun. Ihr steht heute alle vor dem Herrn, eurem Gott, die Häupter eurer Stämme, eure Ältesten, eure Amtleute, jedermann in Israel, eure Kinder, eure Frauen, dein Fremdling, der an deinem Lager ist, dein Holzhauer, dein Wasserschöpfer, damit du tretest in den Bund des Herrn, deines Gottes, und unter den Eid, den der Herr, dein Gott, dir heute auflegt, dass er dich heute zum Volk für sich erhebe und er dein Gott sei, wie er dir zugesagt hat und wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Denn ich schließe diesen Bund und diesen Eid nicht mit euch alleine, sondern mit euch, die ihr heute hier seid und mit uns steht vor dem Herrn, eurem Gott, wie auch mit denen, die heute nicht mit uns sind. Also die Nachfahren werden hier angesprochen, denn ihr wisst, wie wir in Ägyptenland gewohnt haben und mitten durch die Völker gezogen sind, durch deren Land ihr zogt, ihr saht ihre Gräuel und ihre Götzen, die bei ihnen waren, Holz und Stein, Silber und Gold. Lasst ja nicht einen Mann oder eine Frau, ein Geschlecht oder einen Stamm unter euch sein, dessen Herz sich heute abwendet von dem Herrn, unserem Gott, dass jemand hingehe und diene den Götzen dieser Völker oder diesen Göttern dieser Völker. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die da Gift und Wermut hervorbringt. Lasst niemand, der die Worte dieses Fluches hört, sich dennoch in seinem Herzen segnen und sprechen, mir wird es wohlgehen, auch wenn ich wandle nach meinem verstockten Herzen, damit nicht fortgerafft werde das Wasserreiche mit dem dürren Lande. Einen solchen Herrn wird der Herr nicht gnädig sein, sondern sein Zorn und Eifer wird entbrennen gegen ihn, und es werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind, und seinen Namen wird der Herr austilgen unter dem Himmel. Das ist jetzt physisch zu sehen. Aber wenn wir, die wir Christen sind, den neuen Bund, in dessen Bedingungen wir eingetreten sind, dadurch verleugnen, dass wir uns abwenden von Gott, dann wird auch unser Name ausgetilgt werden unter dem Himmel. Aber das für alle Zeiten. So heißt es, und wird ihn zum Unheil absondern, Vers 20, und allen Stämmen Israels nach allen Flüchen des Bundes, der in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben steht. Schauen Sie, auch hier wiederum wird die Strafe des Bundes, das Racheschwert des Bundes beschrieben. Und wie Gott das ganz eindeutig hier sagt, wenn wir in einen Bund eintreten mit Gott, und alle sind wir in einen Bund eingetreten mit Gott, als wir uns haben taufen lassen, wenn wir Christen sind, und wenn wir dann diesen Bund brechen, dann müssen wir gewärtig sein, dass wir die Strafe zu zahlen haben. Nun,
Wenn wir sündigen und bereuen und das Opfer Jesu Christi annehmen, dann wird uns Vergebung erteilt, wie ja auch Gott ein barmherziger Gott ist. Es geht hier um das endgültige sich abwenden von Gott und seinem Bund, das ich hier ansprechen will. Aber hier wird ein dritter Bund erwähnt, den Gott mit Israel schloss. Dieser Vertragsschluss fand mit der neuen Generation statt, die im Lande Moab sich vor Mose versammelt hatten, unmittelbar bevor sie ins gelobte Land zogen. Es geht also hier nicht um den Bund, den Gott am Berge Sinai mit den Altisraeliten schloss, zunächst einmal den vor dem goldenen Kalb und dann den nach dem goldenen Kalb. Es ist hier ein dritter Bund angesprochen. 5. Mose Kapitel 5. 5. Mose Kapitel 5, die Verse 2 und 3. Da sagt nämlich Gott dieser neuen Generation: Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb und hat nicht mit unseren Vätern diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Also der hatte mit denen bereits einen Bund geschlossen, aber jetzt schließt er einen erneuten Bund mit der neuen Generation am Berge oder vielmehr in Moab. Und wie wir bereits schon gesehen hatten, hatte dieser Bund wiederum auch einen Bezugspunkt zu dem Bund, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Wenn also jemand, um das jetzt zusammenzufassen, behauptet, Gott habe den alten Bund abgeschafft und damit auch das Gesetz, weil eben beides identisch sei, von welchem alten Bund spricht er dann? Spricht er von dem alten Bund, den Gott am Berge Sinai geschlossen hat mit Israel vor dem goldenen Kalb? Nach dem goldenen Kalb? Spricht er von dem alten Bund, den Gott hier mit den Israeliten schloss in Moab? Denn die Gesetze waren unterschiedlich. Schauen Sie, in diesem Bund, den Gott mit den Israeliten in Moab schloss, da wird jetzt auf das Buch des Gesetzes hingewiesen. Und da waren neue Gesetze hinzugekommen, Ritualgesetze, die heute nicht mehr gültig sind. Aber das Ganze zeigt eindeutig, dass ein Bund mit einem Gesetz nicht identisch ist, sondern dass ein Bund auf Gesetzen beruht. Ein Bund bringt Gesetze nicht in Existenz, sondern ein Bund wird geschlossen, weil es eben bereits Gesetze gibt. Und wie man das alles auch so argumentieren will, die Idee, dass Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen, ist verkehrt. Das hatten wir bereits gesehen. Christus sagt, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen, sondern zu erfüllen, mit Sinngehalt anzufüllen, den geistigen Sinngehalt euch zu erklären. Wie ich heute also bereits deutlich gemacht habe, ist der alte Bund mit dem Gesetz nicht identisch. Aber Gott gedenkt an diesen Bund. Und Gott gedenkt auch an die Strafe des Bundes, der über die Israeliten im Alten Testament sowohl als auch heute hereingebrochen ist und hereinbrechen wird, weil sie die Gesetze und den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, nicht halten. Wir werden in weiteren Predigten sehen, was es eigentlich mit dem neuen Bund auf sich hat. Wie ist das zu verstehen? Und welches Verhältnis besteht zwischen dem neuen Bund und diesen alten Bündnissen, die wir bereits behandelt haben? Und spricht das Alte Testament bereits von einem neuen Bund? Und wenn ja, in welcher Weise? Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.